Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom dicken Igel aus Hack, der 51. Folge schon. Krass, oder? Schon über 50 Folgen. Naja, ich guck mal, was ich diese Folge so mache. Wir müssen auf die nächste Jahreszeit warten, um die Quest im Seedorf weiterzumachen. Wir haben aber auch schon wieder sehr viel Reputation gesammelt. Wir könnten theoretisch gucken, ob wir noch ein paar Leute einstellen. Hier vorne vielleicht ein Haus hinbauen. Das werde ich auch gleich mal machen. Ja. Damit haben wir doch einen Plan, oder? Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Und damit, let's go. Es ist natürlich sehr, sehr wenig Platz hier für ein Haus. Darum würde ich sagen, wird es nur ein kleines Haus. Aber diesmal wieder auf Stelzen, hä? Oder? Also, es bietet uns auch nichts anderes an. Also, wenn wir das schon machen müssen. Ist halbwegs parallel. Ja, es geht. Okay. Wir haben keine Holzstämme dabei. Natürlich nicht. Boah, guckt euch das an. Das ist ja super. Oh mein Gott, das gab's mit dem neuen Update. Guckt euch das an. Links zeigt er mir jetzt an, wie viele Holzstämme ich einladen muss. Um krass überladen zu sein, um mich nicht mehr bewegen zu können. Das ist ja geil. Ja, nice. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Das sind so richtige schöne Easy Life Updates. Das ist schon geil. Und ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal doch auch noch nicht. Gab es hier schon wieder ein Update zwischen den zwei Tagen, wo ich jetzt hier geuploadet habe? Dass hier drüben bei den Sachen, die wir ausgerüstet haben, jetzt so ein grauer, also so ein Teil hier ist, so ein Ausrüstungsslot, so ein grauer. Damit man sieht, was man ausgerüstet hat. Gab es doch vorher nicht. Natürlich muss alles wieder aus Stein gemacht werden. Das nervig. It's time for a beverage. Ja, ist so. So, bevor er uns jetzt hier verdurstet, gehe ich nochmal was trinken am Fluss. So, jetzt brauchen wir sehr, sehr viel Steine und noch ein paar Bretter dazu. Habe ich noch Bretter im Inventar? Nee, nicht wirklich. Alter, was ist denn heute hier los mit meinem Handy, ey? Dauernd pling, pling, pling. Bin wichtig. So. Alles schön mit Stein auskleiden hier. Oh, mir fehlen immer noch Steine. Ich werde das auch nie lernen, wie viele Steine man braucht, um so ein kleines Haus zu bauen, ne? Wenn er noch Kalkstein? Haben wir Kalkstein eigentlich? Haben wir das eingestellt, dass wir das noch fördern? Erstmal kurz gucken, wie viel Kalkstein wir noch haben. So, komm her. Wo bist du? Kalkstein 110. Das ist nicht viel. Aber es könnte reichen. Wirklich nicht viel. Boah, das ist mit dem Gewicht jetzt hier, das ist super. Warum gab es das nicht schon vorher? Wie konnte ich dieses Spiel nur ohne diese Funktion spielen? Das ist ja super. So, was mir an dem Haus richtig, richtig gut gefällt, ist, dass wenn man rauskommt, hat man diese Aussicht. Das ist schön, oder? Das ist wirklich schön. Mann, da war doch eine rote Zahl. Warum lese ich das nicht? Jetzt muss ich mich nur noch dran gewöhnen, dass ich das auch nutze. Lol. So, einfaches Haus abgeschlossen. Jetzt heißt es nur noch Kalkstein dran verputzen. Und ja, dann bauen wir noch einen schönen Zaun um das Grundstück. Noch eine Toilette dahin. Warte mal, das können wir gleich machen. Weil ich habe gerade noch Bretter dabei. Warte mal. Wo war das denn? Möbeldekoration. Sonstiges. Genau. Und da ist der schöne Abort. Abort. Und der kommt hier hin. Top.
Können wir auch gleich einen Weg ziehen? Oh, wir haben die Bienenstöcke freigeschaltet. Ja. Endlich. Nice. Das freut mich, weil das habe ich halt noch nie gemacht. Und da werden wir uns einen schönen Ort für aussuchen. Jetzt ist die Frage natürlich, was machen wir hier für einen Zaun hin? Was machen wir hier für einen Zaun? Ey, wollen wir mal mit dem Steinmäuerchen arbeiten? Das können wir eigentlich mal machen. Weil das haben wir jetzt neu. Und wenn das natürlich neu ist, muss das getestet werden. Wie das aussieht. Wie aus das sieht. Oder nicht. Das ist ein bisschen übertrieben, wenn wir jetzt da jetzt voll auf Steinmauer gehen. Nö, ich denke nicht. Also es passt, glaube ich, ganz gut. Hoffe ich. Ja. Kann man die Steinmäuerchen dann nochmal verputzen? Damit es so aussieht wie die Häuser? Das wäre nice. Aber ich denke nicht. Ja, schön, mit so einem Bogen hier drin. Ui, toll. Am besten wäre jetzt, wenn hier noch ein Baum stehen würde. Aber da können wir vielleicht noch einen Kirschbaum hinpflanzen. Einfach damit es hier ins Kirschdings passt. Wie das nachher aussieht, wenn hier im Frühjahr das blüht. Das wird super. Ich stelle mir das schon richtig, richtig gut vor. Ja, Landwirtschaft sieht auch gut aus. Jetzt machen die endlich das Weizenfeld fertig. Wird auch schon gesät. Schön. Ja, ist ja auch schon... Wir sind ja auch schon mitten im Herbst, also... Das muss ja jetzt passieren. Ja, easy peasy. Zack, verputzt das Haus. Ja, sieht gleich viel, viel besser aus. Sieht gleich viel, viel besser aus. Krass. Jetzt gucken wir mal, wie viele Steine wir haben und ob das für die Steinmäuerchen reicht, aber ich denke schon. Oh, 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 ich muss mal gucken. Wir haben ja ein Problem mit Feuerholz, meine Freunde. Feuerholz ist natürlich nicht so schön, dass da was fehlt. Dann werden wir doch mal einmal completely Holzstamm befeuern hier. Ich bin einfach verliebt in diese Funktion, die jetzt mit dem letzten Update reinkam. Ich muss es euch nochmal zeigen. Es ist so schön. Und warum gab es das nicht schon vorher im Medieval Dynasty, Entschuldigung. Dass man hier, wenn man einfach schwere Gegenstände einlädt, dass man jetzt hier unten ganz links ein Symbol, also eine Leiste hat, wo das Gewicht steht. Und einfach, wenn das gelb ist, bist du überladen. Und wenn das rot ist, bist du so überladen, dass du nicht laufen kannst. Und das einfach jetzt da mit integriert in dieser Funktion, dass man seine, wenn man die Holzstämme im Prinzip oder was auch immer aus dem Lager nimmt, dass man da einfach auf den Holzstamm genau regulieren kann, dass man noch so überladen ist, dass man sich noch bewegen kann. Das ist super. Warum gab es das nicht schon vorher? Warum kommen die erst jetzt auf dieses wirklich krasse Update und diese krasse Funktion, dass man wirklich, also das ist krass. Ich freue mich da, ihr seht, es ist nicht viel, aber ich freue mich übelst, weil ich dieses Spiel so liebe und es jetzt einfach so gut funktioniert. So, jetzt haben wir genug Brennholz gemacht, das müsste jetzt erstmal eine Weile reichen. 200 Brennholz hier in den Schlund. Verfeuert es, macht was er wollt damit, baut irgendwie Domino Day oder so. Also wir haben 5 Probleme gerade in der Verwaltung. Oh, Technologie, genau. Stimmt. Wir haben ja jetzt den Bienenstock freigeschaltet. Wir haben ja auch einen Bogenspalier mit, können wir freischalten. Das sieht auch ganz cool aus. Da muss ich noch überlegen, was ich damit mache. Und in der Verwaltung haben wir 5 Probleme, wie gesagt. Da muss ich nochmal gucken, wo haben wir die und was machen wir dagegen. Also, die Schmiede hat keine Materialien. Das ist normal. Die Scheune hat keine Materialien. Das ist auch normal.
Und das war's anscheinend schon. Also, die Näherei hat anscheinend Materialien, das ist gut. Weil das ist immer noch so unser drittes Rad am Wagen, was dann auch noch sagt, hier, ich hätte gern Wolle oder Pflanzenfasern zum Nähen von irgendwas. So. Na, dann können wir uns ja jetzt um unser Steinmäuerchen kümmern. Ui. Ja, das sieht doch super aus. Steinmäuerchen. Ich hoffe, das bringt auch viel Bautechnik, wenn wir jetzt so, wenn wir diese Mäuerchen bauen. Ah, wie gesagt, hier muss noch ein Baum hin. Das fühle ich. Okay, wir sind mit einer ganzen Ladung Steine gar nicht mal so weit gekommen, aber so gut über die Hälfte. Okay, also es frisst schon sehr viel Steine. Übrigens, wenn wir jetzt schon in Medieval Dynasty beim Thema überladen sind, falls jetzt noch welche dazu schauen von euch, die das noch nicht wussten, kleiner Profi-Geheimtipp von mir. Wenn ihr halt krass überladen seid, seid ihr halt mega langsam. Ihr seht's, ne? Wenn ihr aber, und hungrig bin ich auch, wenn ihr aber diagonal lauft, das heißt, nicht nur W zum Laufen drückt, sondern auch noch D oder A dazu, also WD oder WA. Also wenn ihr diagonal, also schräg lauft, dann seid ihr einfach schneller in diesem Spiel, wenn ihr überladen seid. Kleiner Geheim-Pro-Tipp von mir, falls ihr überladen seid und ihr wollt schnell von A nach B, ist auf jeden Fall, guckt euch den Vergleich an. Ne, so lauft ihr, wenn ihr hart überladen seid. Und das ist schon sehr langsam. Und so lauft ihr, wenn ihr schräg lauft, wenn ihr überladen seid. Einfach viel, viel schneller. Top, oder? So schön. Das erste Mal mit Mäuerchen gearbeitet, finde ich top. Kann ich das jetzt verputzen? Nee, kann ich nicht. Natürlich nicht. Macht keinen Sinn. Egal, ich hätte es irgendwie gefeiert. Aber das sieht doch hübsch aus, oder? Also mich stört... Ich weiß noch nicht, ob mich das stört, dass wir da hinten einfach kein Mäuerchen... Ich glaube, ich mache da noch ein Mäuerchen hin. Komm. Wisst ihr, was ich meine? Hier vorne. Eisenzäune? Können wir noch nicht freischalten, schade. Brauchen wir auch Eisen für. Dass wir einfach hier einen runden Abschluss haben, setze ich jetzt hier vor unseren Zaun vom Kirschfeld nochmal ein Mäuerchen, dass wir hier hinten einfach das nochmal abgeschlossen haben. Dass es so ein bisschen so ein rundes Bild ergibt, ne? Muss immer alles rund sein. Da brauchen wir natürlich nochmal Steine für. Selbstverständlich. So, oh, ich muss was essen. Sonst gehe ich gleich kaputt. So Soße mit Fleisch oder so wäre geil. Haben wir das hier? Fleisch mit Soße, da ist es doch. Oh, davon muss ich zweimal essen. Bin gar nicht so viel, wie ich dachte. Ach, das macht mich einmal satt. Okay. Aber es bringt auf jeden Fall auch Flüssigkeit. Also Wasserbedarf geht damit auch runter. Ist ganz gut. Ja. Ja. Ja, es sieht einfach runter aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal ganz kurz, wie und ob wir hier eine Plantage hinpflanzen können. Wird nämlich gar nicht so einfach, sehe ich gerade. Ja, es ist schon ein großes Feld, was da hin muss. Nee, das wird nichts. Sag's euch, das wird nichts. Oder ich muss hier nochmal den Weg kurz wegmachen. Lasst mich mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich krieg das hin. Nee, das ist zu viel. Hier vielleicht so. Ja, hier passt es hin.
Also das ist jetzt das höchste der Gefühle, ne? Okay. Müssen wir den Weg hier irgendwie so machen? Aber das sollte gehen. Ja. Okay, dann können wir da einen Baum hinpflanzen. Natürlich einen Kirschbaum. Ich weiß nicht, ob ich noch Kirschbaumsetzlinge habe, aber irgendwann werden wir das machen. So. Jetzt erstmal schlafen bis zum nächsten Tag. Verfügbar in 17 Minuten. Schön. Was brauche ich denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte so ein Teil bauen, so ein Honigding, so ein Bienenteil. Mann! Da. Wie, was, wo, warte mal. Ist das ein Riesengebäude? Warum ist das so ein Riesenteil? Hä? Ich dachte, man baut nur einen Bienenstock. Warum ist das so ein Gebäude? Also, ich gehe auf Gebäude, Tierhaltung. Ein Gebäude für die Haltung. Die hier tätigen Arbeiter liefern Honigwaren. Oh, okay, das ist wirklich groß. Und es will sich nirgendwo hinsetzen lassen. Hier hin. Ja, hier wollte ich es ja eh hinsetzen, ne? Parallel zum Feld. Okay. Ja. Ich habe das, wie gesagt, noch nie gebaut. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Wir bauen das jetzt mal schnell fertig. Ich wette mit euch, ich brauche Stöcke und Stroh. Oh, okay. Okay. Bienenstock, 0%. Da müssen wir ja auch jemanden einstellen. Fällt mir gerade ein. Honigwabe. Okay, da können wir erstmal auf 100%. Ne, wir haben noch keinen Arbeiter, ne? Wir gehen noch nicht auf 100%. Aber wir haben erstmal das Gebäude. Okay. Wusstest du nicht, wie das aussieht? Ich dachte, man baut so einen Bienenstock. Wisst ihr, was ich meine? So ein Holzkasten, wo da ein Bienenvolk drin ist. Und dann kann man davon mehrere nebeneinander platzieren oder so. Keine Ahnung. Und dann machen die ihr Ding. So ähnlich wie der Komposthaufen. Sodass ich im Prinzip nur hinlaufe und sage, ich sammle das jetzt ein und dann ist gut. Aber nö, ist ja ein bisschen komplexer gemacht. Da arbeitet ja wirklich jemand, den wir dann als Imker bezeichnen können. Hier könnte unser Imker wohnen. Da hätten wir ihm das Teil auch in den Garten setzen können, ne? Naja. Oi! Es regnet. Ich mag's nicht, wenn es regnet. Kann es nicht für immer gutes Wetter sein? Es muss auch regnen, ist ja gut für die Landwirtschaft und so. Wisst ihr, was ich meine? Was wollte ich jetzt gucken? Ich habe es schon wieder vergessen. Hopfensetzling haben wir noch einen. Nee, Kirschsetzling haben wir nicht. Unseren Hopfenteil will ich dem da eigentlich nicht in den Garten setzen. Also wir müssen beim nächsten Mal, wenn wir einkaufen gehen, mal gucken, dass wir da einen Kirschbaumsetzling für ihn da finden. Für seinen Garten. Für den imaginären Mitbewohner, den wir noch gar nicht haben. Der dann eventuell hier Imker wird und sich um die Bienen kümmert bei uns im Dorf. Kommt, ich reite los und suche uns jetzt jemanden, der potenziell dafür in Frage kommen könnte. Hier hinten könnten wir halt auch noch super ein Haus reinsetzen, ein kleines.
Das muss ich noch im Auge behalten, ob ich das wirklich möchte, dass hier so alles zugeklatscht wird. Aber wir haben uns so ein bisschen mit der Plantage das Dorf begrenzt, sage ich jetzt mal in eine Richtung. Und in anderen Richtungen ist das Dorf halt natürlich begrenzt durch den Fluss. Und ja, einfach die Felswand. Ja, wir könnten aber oben noch weiterbauen. Das wäre jetzt auch nicht so das Problem. Reputation müssten wir eigentlich genug haben. Durch die ganze Questreihe jetzt mit dieser dämlichen Wahl im Flussdorf, im Seedorf meine ich, müssten wir eigentlich genug Punkte haben. So. Bist du der, der uns Setzlinge verkauft? Ja, genau, sehr gut. Kirschbaum-Setzling. Einen hätte ich gern. Dankeschön. So, ja, am Teufel. Wer möchte bei mir arbeiten und Bienentyp werden? Hä? Oder Bienentypen? Ich bin da offen für alles. Du hast Landwirtschaft 3. Du bist 23. Oh, jetzt steht auch das Alter da. Das war vorher auch nicht. Safe war das nicht da. Jetzt steht das Alter auch in der Vision drin. Ja, sehr gut. Huberta. Bitte dich gern. Warum sind hier eigentlich nur Frauen? Ist das hier schon wieder Katalogbraut Montag oder was? Nur Frauen. Ja, egal. Sie kann jetzt auf jeden Fall da einziehen, wo ich gerade gebaut habe. Wir haben noch, ja, das ist da oben. Das Haus haben wir halt auch noch frei, was wir oben noch nicht verputzt haben, ne? Aber sie nimmt jetzt erstmal das kleine Haus. Arbeitsplatz darfst du gerne im Bienenstock arbeiten. Im Bienenstock arbeiten klingt, als ob die irgendwie rausfliegt und irgendwelche Blumen besamt. Wisst ihr, was ich meine? Klingt verrückt. So. Der Bienenstock. Jetzt können wir auch sagen, dass der forever schön honigwarm herstellt. Honigwarm, ja. Kann man so essen? Kann man aber auch harten Alkohol draus machen. Ja, ja, sehr gut. Also das brauchen wir dann, um Met herzustellen in der Schenke, falls wir sie irgendwann mal freischalten sollten, ist das dann genau unsere Ressource, die wir brauchen. Ich kriege immer mehr Probleme da oben. Und es liegt nur an der Schmiede und an der Scheune. Entschuldigung. Oh, Schluck auf. Hier sind wir an der Brandmauer des Dorfes. Ja, also das Gehege von den Rindern sieht schon hart wie Wall aus hier. Okay, hier lebt sie jetzt. Und im Bienenstock arbeitet sie. Lol, das klingt. Also ich gucke nochmal schnell auf die Felder. Ob jetzt alles erledigt ist. Mein Gott. Groggen ist ausgesät. Sehr schön. Hier dürfte erstmal nichts wachsen im Winter. Und Weizen sind wir dabei. Ja, das wird heute auch noch fertig. Sieht gut aus. Ah! Stimmt. Das hatten wir auch einen Auftrag gegeben. Flachs 2. Ich wusste nicht mehr, was wir hier ansehen sollten oder wollten. Aber anscheinend Flachs. Ja, nice. Hier drüben haben wir ja das Bärenproblem, ne? Ich hoffe, das wird kein Problem.
Sollte ich vielleicht mal mit der Eisenarmbrust einen Bären erschießen? Um zu gucken, ob der One-Shot down geht? Oh, oh. Nein, das war schon mal nicht One-Shot. Oh, okay, das war der zweite Schuss, aber er hat keinen Bock mehr. Wir haben noch 5 Bolzen. Das wird interessant. Oh, 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 oh. Also sie halten wirklich eine Menge aus. So, einen Bolzen habe ich noch. Das muss jetzt ein Headshot werden. Aber die rennen halt weg, ne? Das war auf jeden Fall kein Headshot. Oh, ich habe noch 6. 6 Kupferbolzen. Auf einmal habe ich noch 6. Okay. Der hat gesessen. Erforderlich Messer haben wir natürlich nicht. Alter, liegt hier Loot rum? Ja. Nice. Ein paar Bretter. Kohlmünzen, Sichel? Steinsichel. Schön. Ein Messer hätte ich jetzt gefühlt. I'm dying of thirst. Ist natürlich auch ein wirklich idyllischer Ort für eine Hütte, ne? So, wo ist jetzt der zweite Bär hier? Hallo? Bär, wo sind Sie? Darf ich sie erschießen? Oh, Wölfe. Aber wo? Oh, da. Verdammt. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, sehr gut. Ins Herz. Es musste sein, ich musste mich retten, Leute. Ich kann nichts dafür. Ich verwerte den auch. Ich esse den jetzt hier gleich. Ich muss nur ein Messer machen. Noch Stöcker. Der Bär ist einfach weg. Über alle Berge. Der zeigt mich jetzt an in der großen Stadt. Der ist jetzt losgelaufen, um mich anzuzeigen. Und womit? Mit Recht. Ich habe schließlich seinen Kumpel auf dem Gewissen und ihn angegriffen. Mit der Armbrust jagen zu gehen, ist ein bisschen umständlich. Aber es geht. Dadurch, dass sie so viel Wumms hat. Boah, ey, Wildschweine auch noch? Was wollte ich eigentlich sagen? Dadurch, dass sie so viel Wumms hat, macht es jetzt nicht den großen Unterschied, dass wir so lange brauchen, um die aufzuladen. Macht er hier einfach so ein Schwein-One-Shot weg. Oh, jetzt ist meine Armbrust weg. Ach so, oh, Haltbarkeit, oh nein. Schade.
Naja, gut, haben wir diese Folge wieder viel geschafft, würde ich sagen. War es das mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty? Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Ein Like da zu lassen und vielleicht auch einen Kommentar zu schreiben, das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann, ciao.